gerät Johan Dyck in der Timaes die Openboarung Nummer 23. Weil wir uns nun noch die letzte Vers in Kapitel 17 verlesen. Wir fangen bei Vers 16 an. Der Tier und die Tieren hiener, die du gesehen hast, wurden die hohe Hausen in die eine Grund bringen, was sie nöchtig und verwillert ist, und wurden ihr Fleisch eten und ihr mit Vier verbrennen. Dies Vers bringt uns zum Nachdenken. Warum ist der Tier in die Tieren hiener, was keine gesehen, ob einmal jägen die Hure? Wir lausen jedoch in Vers 3, dass die Hure sogar ab der Tier reit. Dort wird so loten, als wann die Hure die Kontrolle haute über der Tier. Dort wie aber bloß für eine Universität. Nu dreht sich das Bild. Je denken jut noch von vergone Werk, dass die Tieren hiener Tierenkönige oder Königsrecker sind. Diese Tieren Königsrecker wurden ihr Machtreich der Tier übergeben. Mit der Tier ist hier der Antichrist gemeint. Der wird sich um eng von der Tiet openbohren, wann die siebente Weltmacht wird abstohnen. Viele leben, dort wird eine Weltmacht sein, von der Niebelebung von den Ländern, wo der Mutter das römische Reich gehirten. Diese Weltmacht wird bestohlen von Tieren verschiedene Königsrecker, wo sich alle einig sind, dass sie ihr Machtreich der Tier übergeben. Dadurch wird der Tier, der Antichrist, ohne Weltmacht kommen. Wir haben uns das letzte Mal gesagt, dass die Hure am ersten Platz die falschen Religionen in dieser Welt durchstellt. Wir wissen noch, dass alle Länder derven von der auch noch ihre eigenen Religionen haben. Die so tun kann auch immer, durch diese falschen Religionen die Menschen am Diesteren holen wie ein Gott in Jesus Christus. Nu aber, ab dem Eng von der Tiet, wann das siebente Weltreich ohne Macht ist, will die Sotun die ganze Welt in Einigkeit unter den Antichrist taub bringen. Dort würde je nicht gönnen, wann diese verschiedenen Religionen ihre Menschen noch immer beeinflussen können. Der Antichrist will allein regieren und will auch aus Gott angebet worden. So fing wie dort auch in 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 3. Lot jünd von keinem ab irgendein Weg verfehren, wils de Dach wird nicht kommen, ohne dort erst die Auffall kämmt, in die Openbord wird der Mensch von der Sünd, der Kind vom Verdorven, der du wahrer steht, in sich selbst über alles erheft, wird Gottheit, oder wird ein Jähen staunt von seiner Verehrung ist, so dass er sich im Tempel Gottes Hand satt, in sich aus Gott ütjaft. Da wären der Antichrist mit den Tierenscheinige, wird am ganzen Gorbi stohnen, die Hure, alle falsche Religionen, vernichten. Sie stund am nu bloß am Stich. Die Tiet wir nu gekommen, dort die Antichrist selbst regieren woll. Viele Bibelütleier leben, dit wird eine Merd von der grauten Triebsal passieren, wann die Sotun weit, dat hei almone seier karte Tiet haft, wat hei wird fastgenommen in gebungen worden. Hei allein will nu dat Recht haben, ungebet zu worden. Nu in Vers 17 wird uns gesagt, wo dat überhaupt mehrlich sein wird, dat die Hure vernicht wird. Du lest wieso. Wils Gott haft an dort ein Hort gejeft, um seinen Wellen utzuführen, dort sie sich einig wären, dort Tier ihre Herrscherkraft zu geben, bot alles so geworden wie, was Gott gesagt hat. Sogar der Tier, unter den Sotun seine Macht, hat die Hure niemals kund vernichten, wann Gott am dort nicht hat tau geloten. Nee, Gott gauf am dort an sein Hort. Und so sei wie, dort Gott ganz und gar die Kontrolle haft. Gott jaft sogar gottlose Leiders in Regierungen an ihre Horten dort utzuführen, wat Gott will. Hier ist dort die Vernichtung von allen Religionen, wat danach ab dieser Welt sein worden. Wo wird sich dort an Raum nehmen? Nur mein Verständnis von der Bibel her ist die Entrückung von Jesus seine Gemeinde zu dieser Zeit, wovon hier der Rede ist, all lang gewasst. All die, wat mit den lebenden Glauben an Jesus gestorben sind, taub mit all die,
wat dan nog leven, want Jezus kämpft, worden en einen Augenblick metgenomen worden zijn, als je de grote gerechte Gottes over deze eed losbreken en de triebsalstiet. Also te deze laatste tiet zijn hier op eden keine ware geborene Christen meer. Ze zijn entweder entrekt worden, oder ze zijn als Märtyrer omgebracht worden. Hier wordt door wein aber sicher noch sehr viel Religion ab Eden sein. Dort wird bestimmt noch sehr viel christliche Kirchen geben, aber da bennen worden keine wahre geborene Christen sein. Sie haben noch den Namen Christen, aber Jesus kennen sie gar nicht. Sie sind an dem Steck nichts anders als all die anderen falsche Religionen, so ist die Muslims, die Buddhisten, die Hindus, en alle andere wat over Jezus gar niet kennen oder kennen willen. Om aan de Weltmacht te komen, dat hij alleen aangebet wordt, moet de Antichrist al deze Religionen wegschaffen en dat is, worüber hier berecht wordt. Vers 18 zegt ons dan nog eenmaal, wer deze grote Hoer wie, wat nu aangebracht wordt. In de früh, die du sagst, is de grote Staat, die over alle Könige ab Erden herrscht. So is ek vergone werk al seed, ich leiven viele Bibelütleier, dat hier die Stadt Rome gemeint is. Kun dat zennen, dat dit hier ein Bild is von der Hauptstadt von der katholischen Kirche? Willst die Hure im ersten Fall die falsche Religionen von dieser Welt durchstallt, kun dat zennen, dat dit hier ein Bild is von der Hauptstadt von der katholischen Kirche? Wie weiten ihr, dass der Papst hier wohnt? Wie weiten auch, dass durch die Jahrhunderte der katholische Kirche ein Bild gewasst ist von falscher Religion? Mir würde so sagen, dass Raum hier ein Bild ist von all dort, wo es eine Welt von falscher Glauben gejeft hat. Und so kommen wir dann noch das 18. Kapitel. Dit Kapitel geht einfach so wieder mit dem, was wir in Kapitel 17 gelesen haben. Da ist aber ein großer Unterschied. Wenn dort hier auch von Babylon redet, wird hier aber eine ganz andere Sicht von dieser großen Hure geredet. Wir lesen nun Vers 1. Nur dit sag ich noch ein Engel vom Himmel heraufkommen, der hat große Macht reicht in einen Herrlichkeitsglanz, wovon dort ab ihr Dach wird. Uns wurde hier klar gesagt, dass dit ein Engel ist. Dit ist noch nicht der Herr Jesus, aber ein sehr starker Engel, wird auch eine gewisse große Herrlichkeit haft. Vers 2 sagt uns dann, was das Engel seine Abgabe ist. In der schrie ich mit einer gewaltigen Stimme. Babylon, der große Staat, ist gefallen. Ist gefallen. Dort ist eine Behüsung für die Diebels geworden, eine Wohnung für alle anreine Jäste, in der Wohnung von alle anreine gehoste Fehl. Wils die Fälscher haben alle von ihren lehenden Hurenwein getrunken, in die Königs ab Erden haben mit ihr Hurerie getrieben, in die Handelslied ab Erden sind da ihre unbegrenzte Jeno-Luxus rick geworden. Diesem Engel sine abgab wir, dort he die Vernichtung von Babylon utropen deit. Nu fragen wir uns vielleicht, wo einer dit verstohnen soll, wie's im Kapitel 17 saßtien, lesen wir, dort hat Tier und die Tieren hierna, die hohe Hausen deiden, in die einen Grund bringen deiden. Da wird uns klar, dort bloß ein Port von der großen Hohe vernicht wird. Dort wir die viele falsche Religion, womit die Hohe über alle Menschen regiert. Diese Hohe hat aber noch eine Sied, wo der Antichrist in seine Tieren keine Jehova noch wieder Hans Brücken wollen. Dort wird uns dann bald klar, was diese sieht wir. Aber wir gehen träg, nur dort, wo der Engel utropen deit. Er redet hier prophetisch. Er sagt das so, als wann das all passiert ist. So drecken sich auch die Propheten Ferken ut. Und unterwird, ist das so sicher, dass es passieren wird, dass sie das so utrecken, als wann das all geworden ist. Babylon, seien sie, ist gefallen. Sie sei in Babylon erst eine Stadt geworden, wo die Sotun ganz tüssig ist. Alle Anreine wohnt da, in die Könige ab Erd bedeilen sich und all die Eierrechtigkeit und freien sich zu all dort, was Babylon zu beiden haft. Vers 4 sagt dann,
en ik hier nog ne stem vom Himmel seien. Mien volk, Gott uit errüht, dat je nicht met eertaub zinden in ere pleuren ook ewe je komen. Wiels ere zinden rekenbar om Himmel, en Gott haft ere verbrekerische woken nicht vergeten. Dort redt hier von ne stem vom Himmel. Dit is nicht die stem von dem ersten Engel, aber vom Herrn selbst, wie es redt hier von mien volk. Wann de gemeint o lang ver diesem von dieser Erd wach is, wie meint er hier? Mir ist dat klar, dat er hier von sein Volk, die Juden, redt, die, wat zu de Tiet in chlinet Ewerbliefsel sein von dat ganze jüdische Volk. Die, wat in de schrakelje Tieden von der Triebsel und Jesus, ihren Messias, sein gleibig geworden. Von dieser Bekehrung redt Zacharia Kapitel 12, Vers 10. En hij zegt door, over even dat huis Davids, en even de bergen Jeruzalems, waar ik uitgeiten den geest van genood en van gebed, en ze waren mij aan zijnen, den ze gestärken hebben. Hier is ganz klar Jezus gemeint, en dat de Juden, durch die Kreuzigung, am gestärken hebben. En den waren ze nu geleven. Diese Menschen sollen nu uit Babylon rütgon. Dat meint, sie sollen nicht in all den falschen Handel, in all die Ungerechtigkeit mitmerken, wie's Gott davon ein Engmerker wird. Nu am 6. Vers wurde klarer, wo Gott seine Kinder sind behandelt worden. In Vers 6 sagt es, toll trägt, was sie hier angedonen haft, toll doppelt trägt für dort, was sie gedonen haft. En wat ze jy im Kofferlein angeriert houd, dat jeeft zweimal so stark trig. De graute Hure haft Gott sein Volk noch immer getrubbelt. De Herr wird all die schändliche Dinge, wat ze an angedonen haft, doppelt trig tollen. Weil wir immer daran denken, dat de Herr dat seinen haft, wo durch die Jahrhunderte seine Kinder sind verfolgt worden, wo Regierungen und sogar Kirchen in Gemeinden die wahre Christen haben angebracht. Hier ist nun noch das kleine Port von den Juden gemeint, die sich an die letzte Schrakeljetiden von der Triebsal bekehrt haben. Hier sprach Gott an Trausttau. All dort, wird an und auch alle Christen verheer angedonen worden ist, wird nu gerechnet worden. In Vers 7 wird beschrieben, was die andere sieht von dieser graute Hure wie. Wann die sieht von ihr, was wir in Kapitel 17 sagen, die falsche Religion wir, dann erst die sieht, was wir hier seinen, der ganze Welthandel in der Geldmerkerie. Wir lesen Vers 7. In Dorno, als sie sich selbst verherrlicht, in ein Luxus in Gemütlichkeit gelebt hat, saht er nu quol in trüher Tau, wie's sie sagt sich im Horten, ich satt aus Tschäne hin, en sie nicht ne weht früh, en wo keine Trühe seinen. Dorum wurden all ihre Plören an einen Tag kommen, daut in Trühe in Hunger, en sie wird mit vier verbrannt worden, wie's Gott die Haar, die errechten wird, es stört. Hier sei wie, wo die graute Hure haft kund leben. Sie haft in Luxus gelebt. Sie fällt sich aus keine Jen, wem nuscht schlachtet, passieren kann. Nu will wir mal ab dat ganze Handelssystem checken. Viele Länder sind dadurch sehr reich geworden. Ich denk hier an States, an Kanada, an all die Länder in Europa, und an all die Länder in der arabischen Welt, wat grülich reich geworden sind von der Eilig, wat die ganze Welt von anschafft. Durch ihr Handel wird viel Ungerechtigkeit gedreven. Die Menschen, die durch diesen Handel reich geworden sind, denken nicht mehr an Gott, aber leben, wo sie dort in ihre eigenen Lasten verbrücken können. Aber sind Ecken du hier vielleicht auch angesprochen? Wo viel von uns gleichen auch das Geld in dort, wo wir verkeipen können? Sehr viel Menschen, auch manch unsere Mennoniten, sind sehr an das Geld gebungen. Einstige sind sogar so jitzig, dass sie sich in ihre eigene Familie nicht einmal das Eten gescheit jenen. Denkt daran, was sehr wohl passieren kann. Dort sagt in Vers 8, die Plären wurden an einen Tag kommen.
Ja, dat ganze Handelssystem von dieser ganzen Welt wird dann in einem Nu totbrechen. Dies ist eine schwere Zeit, wird ganz in die letzte Zeit von der großen Triebsal kommen. Das nächste sei wie dann, wo sich dit auf der ganzen Erde auswirken wird. Dort lesen wir in Vers 9, wo das sagt, in die Königs ab Erden, die mit ihr Hurerie getrieben und mit ihr Taub hoch hergelebt haben, wurden er behielen und beklören, wann sie den Rück von ihren Brand seine wurden. Sie wurden uit Furcht für ihre Quol weit aufstohnen und seien, Tauschod, Tauschod, die große Stadt Babylon, die starke Stadt. Dein Gerecht ist an eine Stunde gekommen. In die Handelslied ab Erden wurden ewe erhielen und klören, dort keiner meier ihre Wohr keipen dät. Erstens sei wie hier die Könige ab Erd, also die Leider von den verschiedenen Ländern ab dieser Erd. Ihre Bürger haben dort Geld gehabt, durch den großen Welthandel, wo durch sie Geld gemerkt haben. Diese hielen und klären nu, wie es dort für ihre Länder sehr dunkel sit. Alles, was sie nu sagen können, ist Tauschod, Tauschod. Dann redet dort von all die Handelslied. Die wurden auch hielen und klären, wie sie keine Aussicht haben, Handel zu treiben. Und dann wurden uns die Dinge genannt, womit sie Handel getrieben haben. Dort lesen wir in Vers 12. Sonne war aus Gold, Silber, dire Steine und Perlen, feinet lehnt sich, rot bleibet sich, sieden blaut rotet sich, allerhand Zitronen halt, in verschiedene Sachen von Glasbein gemerkt, diret halt, Messing, Isa und Marble, Kerneil, Kriderie, Weirück, Mirren, Rückstoff und Weirück, in Wien, in Eilch, finet Mehl und Weit, in Fei, in Schob, in Pied, in Weus, in Sklaven, in Menschen mit Liefenseil, in dort oft, wird einer so jieren mocht, es nicht mehr zu haben. All dein Rektum in deine Herrlichkeit ist verschwungen, nie mehr zurückzukommen. Die Frau, wat wir uns hier stahlen motten, ist, auf wie auch bloß für so ne Dinger leben. Wirst du auch noch mal so reden, aus diese Händler? Wat die seien, lesen wir in die nächste Farsch. Die Händler, die diese Sachen verkauften und dadurch rick worden, stohnen nu weit auf in Hehlen und klören in Furcht für ihre Quol. Und sie seien, Tauschod, Tauschod, die große Stadt, wie es in einer Stunde es so ein großer Rektum zunuscht geworden. So einen wirtschaftlichen Bankrott hat die Welt noch niemals vorhergesehen, in alles, was die sein können, ist Tauschod, Tauschod. Nu habe ich an die letzten zwei Kapitel gesehen, wo der Herr sein Gerecht kommen lässt, über das ganze falsche Religionssystem und das ganze Handelssystem. Diese beiden große Mächte, die sozusagen die Welt regieren, wird er vernichten lassen. Sie sind so als eine große Hure, die alle Fälscher und Menschen an sich trug und sich alle an ihr veranreinigen deiden. Nun zum Schluss müssen wir uns fragen, wo sollen wir uns auch mit dieser großen Hure veranreinigt haben? Leben wir auch mal für all die Dinge, die Babylon verstellt? Wenn wir wirkliche Kinder Gottes geworden sind, dann wollen wir uns von Gott seinen Geist leiden lassen, und wir wollen uns nur mehr Druck merken, dass das Evangelium nun noch rückgebracht wird, ehe diese schlimme Zeit von Gott sein Gerecht losbreitet.